Ja, als erstes möchte ich mal unseren schönen Bierfang hier vorstellen und möchte mich mal ganz herzlich im Namen vom Spargelerzeugerverband bei unserem Peter Strobel bedanken, der uns immer diesen Bierfang wieder schön macht. Der steht bei uns bei einem Spargelbetrieb, seine, und wird da grob hergerichtet, und der Peter, der macht die ganze Saison dieses wunderschöne Ding immer wieder flott. Und vielen, vielen Dank. Ich weiß ganz wohl zu schätzen, wie viel Arbeit das da drin steckt. Dankeschön. Ihr dürft auch ruhig einmal klatschen. Wenn wir halt jetzt hier auf dem Spargel-Bifang stehen, möchten wir halt auch offiziell eröffnen. In Schrobenhausen sind wir zwar schon ein bisschen spät dran, weil die Saison läuft ja schon eine gewisse Zeit. Und unser Ehrengast, der Herr Zippner, der wird sich jetzt mit unserer Königin, den edlen Köpfen, widmen. Und zwar alles, was so ein bisschen rausschaut, das gehört gestochen. Da legt man die Stange frei und sticht ganz frei von der Seele weg, Donne. Wer macht das jetzt für euch? Der Herr Zippner. Der Herr. Die Dame schafft an. Genau. Wie immer. Bitte. Einmal mit zwei Fingern freilegen. Schön bücken. Wir gehen nicht in die Knie. Genau, einfach reingraben. Genau. So drei, vier, fünf Mal. Und dann von oben an der Stange die Stange festhalten. Und an der Stange entlang. Genau, so geht's. Perfekt. Ein Nordlichtsticht Schrobenhauser Spargel. Genau, dann machen wir wieder zu, dass der nächste auf dem Schaubifang wieder wachsen kann. Ja gut, er ist ja Weltmeister geworden beim Schälen und nicht, genau, beim, nicht beim Stechen. Stechen, gell? Und das ist, das ist ein königliches Gemüse und auch eine Arbeit, wo man sich immer bücken muss. Also man muss sich immer vor dem Herrn neigen. Lass es für ein Geburtstagskind auch noch übrig, gell? Der, ja, würde der Herr Reisner darf auch noch. Ich übergebe das Wort mal unserem Peter Strobel, weil der kann auch noch ein bisschen was sagen. Ja. Der Herr Zippner ist ja Weltmeister im Spargelschälen, aber man sieht ja auch, er kann auch gut Spargel stechen. Und er wird jetzt auch mit dem nicht nur Schrobenhauser Spargel, den er bekannt ist und auch geschält hat, sondern mit dem Boden der Bekanntschaft machen. Dieser Boden, den wir haben, und da sind wir prädestiniert, den Sandboden mit einem gewissen Schluff- und Lehmanteil, der eben den guten Geschmack dieses Spargels ja, bringt. Und es sind ja so viele lobende Worte auch schon gesprochen worden über Schrobenhausener Spargel, dass es sich erübrigt, das nochmal zu tun. Ja, Sie sehen, der hat ja gleich drei Stangen schon rausgeholt. Das ist der Wahnsinn, wie schnell er das kann. Also man merkt schon, dass da vom Schälen und zum Stechen hier gewisse Parallelen sind. Der Herr kann nicht mehr auf, Zippner. Der kann beim Bau anfangen, der Herr kann nicht mehr auf, der wird wie ein Maulwurf. Möchtest du, Harry, du möchtest, wir haben da auch noch einen für dich. Ich habe insgesamt fünf Stangen jetzt präpariert, aber es sind jetzt fast alle schon draußen. Jetzt schau da noch nach die Finanzen in der Stadt, schau hin, da sind sie drinnen. Also, ja, oh, jetzt, da kann ich nichts dafür, das ist schade, der ist abgebrochen. Zwilling. Haben wir da noch einen dritten? Ich noch nicht, wenn man links einmal schaut, die Folie ein bisschen wegtut, da ist noch ein Spargel drin. Harry, vielleicht kannst du hinten da noch mal schauen, ob du mehr Glück hast. Passt schon wieder. Vorsicht. Ja, es ist ein frischer Spargel, und immer wenn ein Spargel frisch ist und kühl ist, dann bricht er auch sehr leicht. Alter Spargel, der ist dehnbar, den bricht man nicht so leicht ab, aber er schmeckt aber auch nicht mehr. Super, jetzt hat's geklappt, gell? So, um 14 Uhr dann Spargelsalat, angerichtet von unserem ersten Bürgermeister Harald Reisner. Was ist denn los, Harald, heute? Sag Pratinomina, gibt's denn sowas auch?